Lukan, meine Damen und Herren, es ist mal wieder soweit. Heute spielen wir mal wieder zusammen. Falls ihr nicht genau wisst, was Movistar Planet ist, wo wart ihr in den letzten Wochen auf meinem Kanal? Wir werden uns mal wieder direkt in den Chat reinbewegen und erstmal schauen, was bei den Leuten so abgeht. Ich würde sagen, wir gehen ins Einkaufszentrum. Ist wichtig, meiner Ansicht nach. So ein bisschen Interaktion mit den Leuten direkt zu Schü wäre krank, wenn ich ein Kerl wäre. Alles klar, ich bin raus. Also die Userin namens Lizzle hier wäre gerne ein Mann. Ihr Status ist... ja, die mag wohl gern Bären. Lizzle, ich bin ein Mann, lol. Voila, nein. Natürlich bin ich ein Mann! Lizzle, wie geht's dir? Super, hahaha. Also der Lizzle geht super. Um die Unterhaltung nochmal so ein bisschen weiter voranzubringen, schreibe ich jetzt einfach mal... Magst du Elefanten? Ah, ah. Muss mal eine Shisha rauchen gleich. Wo bin ich denn hier gelandet? Also ich würde sagen, wir verlassen mal das Einkaufszentrum und gehen in Laundromatic Fun? Ja, man merkt, dass ich eine Woche nicht online war. Kleiderordnung. Hä, ey, als wenn mein Outfit nicht dafür geeignet ist. Also ich muss mir hier im Klamottenshop jetzt irgendeinen fancy Gegenstand kaufen. Ich glaube, ich entscheide mich für diese Sonnenbrille. Die Sonnenbrille. Also die Sonnenbrille habe ich am Start. Das heißt, ich klicke jetzt mal auf Laundromatic Fun und es ist... Wow. Ja, herzlich willkommen im Waschsalon. Bisher bin ich hier im Waschsalon mit Go to My Tango die einzige Person. Wir gehen mal auf das Profil von ihr. Sie ist auf jeden Fall auch VIP. Alle sagen, alles wird gut, doch aus dem alles wird gut wird tropfendes Blut. Du sprichst mir aus der Seele, Walla. Goto Mitana, dein Status, Walla, er hat mich berührt. Es ist in meinen Augen einfach mega wichtig, dass wenn andere Leute irgendetwas Wichtiges in ihrem Status stehen haben, dass man dafür dann auch Props verteilt. Ich habe zum Beispiel bei mir drin stehen... Ich bin der YOLO-Boy 4000, wo Widerstand ist zwecklos. Ja, ja, da kann man natürlich auch mal tanzen. Ich hake nochmal nach. Goto Mai Tanga, bist du hier? Du stinkst nach A. Hä? Ich warte die ganze Zeit auf die Antwort von Goto Mai Tanga und dann kommt hier die Black Cat 0346. Was ist das denn für ein Bescheuter? Und jetzt soll er anfangen zu tanzen hier! Luca, machst ein neues YouTube-Video? Nee, ich züchte hier Eidechsen, weißt du. Ja, sorry, aber was ist das für eine blöde Frage? Also denkt ihr, ich spiele in meiner Freizeit Movistar Planet? Also ganz im Ernst, die quatschen mich hier alle voll in diesem komischen Waschsalon. Ich habe ja meine Wäsche eh schon fertig, von daher gehen wir mal wieder in den VIP-Club. Das war da ja letztes Mal so mega geil, da mal nur VIP, ich hab doch VIP! Ein paar Sekunden später. Aha! Da ist Elefanten-AA schon wieder das Tanzbein am Schwingen. Also, wen haben wir denn hier heute im Miami VIP Club? Unter anderem Coco Vane ist da, Joyful ist da, Skorpion König 6. Mal schauen, was der für einen Status hat. Wünsche euch allen eine schöne Woche. Oh, das ist ja schön. Also, ich glaube wirklich im VIP Club, da merkt man halt, hey, das sind Leute, die nehmen wirklich Geld in die Hand für Movistar Planet. Die sind alle voll höflich. Gib mir dein Geld. Was für ein Geld? Was für Geld willst du, Lan? Also sorry, ich würde mir auch denken, was ist denn hier los, wenn ich einfach in den Club reingehen würde, 10 Sekunden da drin bin und dann kommt direkt ein Mädel an und fragt mich, ey, gib mir dein Geld. Na, was denkst du denn? Ja, was soll ich denn denken, Digga? Du sagst mir, du willst mein Geld? Für was denn? Fortnite. Okay. Wow. Freunde, in jeder Folge denke ich mir, wir haben echt einen neuen Tiefpunkt erreicht. Stinkst du echt nach, AA? Ja, und das riecht immer noch besser als du. Ja gut, ich würde sagen, wir verlassen dann auch mal den Club und gehen zu guter Letzt noch mal eben in den Skatepark. Das war ja bisher immer das Ende der Folge. Ich weiß übrigens, das haben ja auch ganz, ganz viele von euch immer unten in die Kommentare geschrieben bei den letzten Teilen Movistar Planet. Ich weiß, dass wir auch ganz, ganz viele andere Sachen in diesem Spiel noch machen können, wie beispielsweise... von daher der Appell von mir an euch, schreibt mir jetzt mal gerne unten in die Kommentare, was ich in der nächsten Folge Movistar Planet machen soll. Soll ich mir vielleicht sogar ein neues Profil machen? Oder soll ich erstmal eine Freundin finden? Oder soll ich mich wieder umstylen? Soll ich mir ein Haustier kaufen? Schreibt es mir auf jeden Fall mal gerne unten in die Kommentare. Aber ich begrüße jetzt erstmal freundlich, nett und angemessen die Leute hier im Skatepark. Alle Skater sind dumm wie Brot. Ah ja. Sagt der Richtige. Oh, okay. Sieht so aus, als würde ich mir hier gerade keine Freunde machen. Von daher gehe ich jetzt mal direkt wieder nett in die Unterhaltung. Ihr zwei seid richtig blöde Kühe. Ja. Legt euch besser nicht mit mir an. Blöder Elefant. What? Starwolf, ich kann mich nicht mehr halten. Deine Beleidigung ist wie dein Outfit schlecht. Sagt er mit einer Glatze. Gut. Komm, Leute.
Beleidigungen, die gegen das Äußerliche von Elefanten gehen, einem Fashion-Idol schlechthin. Solche Art von Diffamierungen muss ich mir hier wirklich nicht bieten lassen im Movie Star Planet. Von daher würde ich das heutige Video an der Stelle jetzt auch beenden. Wenn euch dieser fünfte Teil Movie Star Planet gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Schreibt mir gerne mal jetzt unten in die Kommentare Dinge, die ich in der nächsten Folge Movie Star Planet mit Elefanten und mir, Luca, umsetzen soll. Dann werde ich die eventuell in der nächsten Folge Lachflash 6.0 machen. Die kommt in circa einer Woche online. Und falls ihr es nicht verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Einfach unter dem Video auf Abonnieren klicken. Ich sehe mal, dass voll viele Leute von euch gar nicht Abonnent sind von meinem Kanal. Also es ist kostenlos, klickt auf Abonnieren. Und jetzt kommt das Outro!